Hey mein Lieben und herzlich willkommen hier wieder mal zu einer weiteren Folge von GTA 5 Online. Und zwar habe ich hier einen weiteren funny Glitch für euch und der befindet sich genau hier. So mein Lieben, ich denke doch jeder von euch müsste eigentlich diesen Platz kennen oder beziehungsweise war ja schon mal hier unten gewesen direkt am Pier. Eine kleine Info vorab, wir bräuchten dafür, damit dieser funny Glitch funktioniert, auf jeden Fall eine Leuchtpistole. Funktioniert auf jeden Fall an jedem Sonnenschirm hier, der hier rumsteht und der genau halt so aussieht. Das Schwierige erstmal einmal vorab ist natürlich, wir müssen den jetzt erstmal einmal abballern, beziehungsweise halt vom Tisch erstmal runterbekommen. Das ist jetzt glaube ich gar nicht so schwer, dass das Interessanteste später wird wirklich, wie wir das ja hier auch sehen, den Schirm erstmal umgedreht zu bekommen. Das ist, glaube ich, tatsächlich so das Schwierigste an der ganzen Situation. Und wenn wir das dann halt später mal geschafft haben, wird es auf jeden Fall sehr interessant, denke ich, für euch werden. Vor allem, weil man überall damit hinkommt eigentlich. Man kann ihn ja dann die ganze Zeit so schieben, von A nach B, von B nach A. Weil es ist jetzt wirklich egal, ob ihr jetzt das hier direkt dann halt unten am Pier macht, wie ihr das ja jetzt gerade seht, oder den rein theoretisch damit nach hinten verschiebt oder halt direkt halt zum Riesenrad oder irgendwie sowas. Einfach mal ausprobieren, da wo ihr halt damit irgendwo halt hinkommt. Wie gesagt, da müsst ihr jetzt dann erstmal gleich mal umgedreht werden, wenn das dann mal funktioniert. Nachdem wir das dann halt geschafft haben, wechseln wir dann halt zu unserer Leuchtpistole und wir müssten dazu oben direkt halt, ja, wie nennt man das am besten, hier diese Stange direkt einmal treffen und schwuppdiwupp. Naja, wie soll man das sagen? Es ist halt so ein kleiner lustiger Katapult-Glitch. Katapult? Die Geschichte schon wieder. Und ihr kommt damit wirklich eigentlich überall hoch. Rein theoretisch. Ihr könnt das ja ausprobieren, so wie ihr möchtet, ob ihr zum Beispiel auf ein Haus geht, einfach nur lustig durch die Gegend halt sozusagen springt. Das Schwierige, wie gesagt, ist dann halt nur immer wieder, weil der Schirm natürlich sich auch ein bisschen verziehen tut, beziehungsweise ja dann woanders landet, so wie ihr jetzt zum Beispiel, würde das später dann nur wieder interessant werden, dass ihr halt den Schirm umgedreht bekommt. Aber ich denke, für diese Megasprung-Action, die ihr da erleben könnt, ist das, glaube ich, einer der wenigen Übel tatsächlich. Und ja, probiert es doch einfach mal aus. Erzählt mir doch dann einfach mal, wo ihr vielleicht drauf gekommen seid, was ihr vielleicht damit so angestellt habt. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Wenn ihr für mich tatsächlich auch noch irgendwelche Glitches habt, dann schreibt mir doch hier einfach bei YouTube, bei Facebook oder bei Twitter. Lasst mir vielleicht ein Video zukommen oder so, dann kann ich nochmal ein Nachkommentary machen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da und ein Kommi vor allem. Und vor allem auch, was ihr jetzt mal irgendwie das nächste Mal irgendwie sehen wollt, irgendwie wieder ein Wallglitch oder so. Und dann verabschiede ich mich und ich sage doch einmal Tschüss, bye und bis zum nächsten Mal.